völlig unbedeutende Erscheinung. So und ähnlich haben Zeitgenossen ihn beschrieben, Heinrich Himmler, dessen Wahlspruch notgedrungen hieß, mehr sein als scheinen. Die Natur, so schien es, gab dem mächtigen SS-Chef die perfekte Tarnung. Denn der höchst banal erscheinende Satrap war ein gefährlicher Fanatiker, der wahnhaften Visionen folgte und zugleich ein eiskalter Vollstrecker. Was von Himmler bleibt, ist die Verantwortung für den millionenfachen Mord. Ein Massenmord, bei dem der Paladin mehr als nur Befehlsempfänger war, wie einige Historiker vermuten. Heinrich Himmler hat den Holocaust selbsttätig radikalisiert. Unsere Autoren Friedrich Scherer und Ricarda Schlosshahn sind den neuesten Forschungen zu Himmler nachgegangen und haben Erstaunliches entdeckt. Schloss Schlawa im einst deutschen Niederschlesien, heute Polen. Bei Kriegsende 1945 stößt die vorrückende Rote Armee hier auf eine merkwürdige Hinterlassenschaft des Dritten Reiches. Im verlassenen Schloss der Grafen Haugwitz findet sie ein geheimes Depot des Sicherheitsdienstes der SS, Himmlers Geheimdienst. Ein polnischer Bibliothekar darf den Fund als erster untersuchen. Die Bücher und Akten enthalten nur ein Thema: Hexenprozesse. Akribisch sind Foltermethoden und die Art der Hinrichtung beschrieben. Der Finder steht vor einem Rätsel. Was bezweckte Himmler mit diesem Projekt? Jahrzehntelang bleibt diese Frage ungelöst. Die Akten des sogenannten Hexensonderauftrages des Reichsführers SS wandern in ein Archiv im nahegelegenen Poznan, dem früheren Posen. Hier versucht der polnische Geheimdienst, die rätselhaften Dokumente zu entschlüsseln. Teile werden an die Stasi weitergereicht. Ohne Ergebnis. Die bis heute größte Sammlung über Hexenverfolgung, zusammengetragen aus zahllosen Archiven. Der Fachwelt im geteilten Deutschland ist sie lange unbekannt. Der Hexensonderauftrag des dann späteren Reichssicherheitshauptamtes war geheim. Merkwürdigerweise, die Forscher traten an die Archive, mit denen sie ja zusammenarbeiten mussten, auf die sie angewiesen waren, unter harmlosen wissenschaftlichen Vorwänden heran. Welchen Zweck verfolgte Himmler mit seinem geheimen Hexenprojekt? Die okkulten Neigungen des SS-Chefs geben bis heute Rätsel auf. Verbrechen und Wahn. Bei Himmler scheinen sie kaum zu trennen. Waren sie nur zwei Seiten derselben Medaille? Sicher ist, die SS war für Himmler immer mehr als ein bloßes Machtinstrument. Er sah in ihr die Kerntruppe für eine neue Weltanschauung, einen Orden unter dem Totenkopf. Himmler hat ja versucht, aus verschiedenen Elementen so etwas wie einen SS-Kult zu schaffen. Er hat bestimmte Rituale erfunden, er hat quasi heilige Orte geschaffen, er hat bestimmte Symbole kreiert. Das Ganze hat etwas außerordentlich Makabres und Merkwürdiges an sich. Seit wir zusammen sind. In der SS ist Kult Pflicht. Ganz oben stehen germanische Riten. Zweimal im Jahr feiert die Truppe die Sonnenwende. Wir fühlen den Pulsschlag der Jahrtausende. Nie soll die heilige Flamme in uns verlöschen. Weihestunden mit pseudo-religiösem Zungenschlag. Sind hier auch Elemente eines Hexenkultes eingeflossen? Oder ist dies ein geheimes Hexenzeichen, die sogenannte schwarze Sonne, eine Marmorinkrustation in der von Himmler umgebauten Wewelsburg bei Paderborn?
Die genaue Bedeutung des stilisierten Sonnenrades ist umstritten. Sicher ist, in der SS sind germanische Symbole allgegenwärtig. Der Totenkopfring von Himmler persönlich verliehen. Auch er trägt germanische Runen. Ist hier die Verbindung zu seinem Hexenprojekt? Himmlers okkulte Neigungen. Sie beginnen in München nach dem Ersten Weltkrieg. Auf den Sturz der Monarchie folgt politisches Chaos. Linke und Rechte kämpfen um die Macht. Die alte Welt ist unwiederbringlich zerstört. Im Streit der Ideologien suchen manche nach Orientierung in längst vergangenen Zeiten. So auch der junge Heinrich Himmler, ein Student aus gutbürgerlicher katholischer Familie. Dieser Germanenkult hat eine ganz besondere Attraktivität, vor allem für junge Leute, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gehabt, weil die alte nationale Identität, so wie sie im Kaiserreich bestanden hatte, die war mit dem Ende des Krieges eigentlich zerstört. Und man begab sich nun auf der Suche nach den Wurzeln des Deutschtums. Und viele fanden solche Wurzeln in bestimmten Mythen, also etwa in dem Mythos, dass es in grauer Vorzeit einmal ein herrliches, großartiges germanisches Reich gegeben hätte und dass man nun daran gehen müsste, dieses germanische Reich wiederzubeleben. Vermeintlich uralte germanische Kultorte werden wiederentdeckt. Die rätselhaften Externsteine bei Paderborn. Himmler nimmt sie 1933 unter seine Obhut. Er macht die SS zum Zentrum des Germanenkultes im Dritten Reich. Besuch einer von der SS finanzierten Grabungsstätte. Himmler lässt nach Überresten der altgermanischen Kultur forschen. Er sucht nach archäologischen Beweisen für seinen Glauben. Für ihn ist das die historische Mission des Dritten Reiches. Der Nationalsozialismus müsse die Deutschen wieder zu ihrem wahren germanischen Wesen zurückführen. Einem Wesen, dem sie entfremdet wurden, schon vor langer Zeit, im frühen Mittelalter. Der Irrweg der Deutschen begann für Himmler mit der Zerstörung der germanischen Heiligtümer durch christliche Herrscher. Allen voran Karl der Große. Karls gewaltsame Bekehrung der heidnischen Sachsen ist für Himmler eine der dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte. Zu Ehren der getöteten Sachsen lässt er über 4000 Findlinge aufstellen. Doch waren sie wirklich die letzten Märtyrer des germanischen Glaubens? Eine damals populäre Theorie behauptet anderes. Es war niemand Geringeres als die Brüder Grimm. Die Begründer der deutschen Sprachwissenschaft, die die interessante These entwickelten, bei den alten Germanen habe es weise Frauen, Priesterinnen gegeben, die ein positives Pendant zu den Männern, zu den Kriegern dargestellt hätten. Und angeblich habe dann die Kirche diese weisen Frauen bekämpft und sie dann im Grunde als Hexen dann ausgegeben. Liegt hier der Grund für Himmlers Interesse an Hexen? Sah auch er in ihnen germanische Priesterinnen, die für ihren Glauben starben? Nur ein einziges Mal äußert sich Himmler öffentlich zu Hexen. Der Ort aber ist bezeichnend. Der Reichsbauerntag in Goslar, die Hochburg des Germanenkults im NS-Reich. Hier treffen sich im November 1935 die Wortführer der braunen Blut- und Bodenideologie. Einer der Hauptredner ist der Reichsführer SS Heinrich Himmler. Die entscheidende Passage ist nur schriftlich überliefert. Wir sehen, wie die Scheiterhaufen aufloderten, auf denen nach ungezählten Zehntausenden die zermarterten und zerfetzten Leiber unserer Mütter und Mädchen, unseres Volkes, im Hexenprozess zu Asche brannten. Die Hexen waren für Himmler germanische weise Frauen, die aber von der Kirche verteufelt wurden, eben als Hexen. Von der katholischen Kirche, die ja bekanntlich jüdische Wurzeln hat und die angeblich die germanische Rasse
und ihre biologische Grundlage, die gebärfreudigen Frauen, verfolgt habe. Eine These mit Sprengkraft. Um die germanische Religion auszumerzen, habe die Kirche einen Massenmord begangen. Das Christentum sei der Feind der germanischen Kultur und Rasse. Für Himmler folgt daraus, die Nationalsozialisten müssen die Kirche bekämpfen. Himmler glaubt sich damit in Übereinstimmung mit Hitler, doch der reagiert auf solche Äußerungen ungehalten. Es gibt eine Äußerung von Hitler aus den 30er Jahren, Himmler sollte doch mit dem kultischen Unfug aufhören. Der sogenannte Führer wusste sehr genau, dass es aus der Sicht des Regimes außerordentlich gefährlich war, die Partei in eine allzu aggressive Stellung gegenüber den Kirchen zu bringen. Das war aus seiner Sicht belastend für die Politik des Regimes und er hat sich die endgültige Auseinandersetzung mit den Kirchen, so wie er das intern nannte, für die Zeit nach dem Krieg vorbehalten. Himmler macht dennoch weiter, heimlich. Ab 1935 forscht der Sicherheitsdienst der SS in Bibliotheken und Archiven verdeckt nach Dokumenten zur Hexenverfolgung. Die Forscher erhalten gefälschte Ausweise. Himmler will Belastungsmaterial sammeln für die spätere Abrechnung mit der Kirche. Doch die Resultate sind nicht im Sinne des Auftraggebers. Auch den Wissenschaftlern im Hexensonderauftrag wurde klar, dass die meisten Hexenverfolgungen gar nicht im Mittelalter, vor allem nicht im Frühmittelalter, als noch die germanischen Stämme existierten, stattgefunden haben, sondern in der Frühneuzeit. Was ja auch schon ein Hinweis darauf ist, dass es nicht mehr gegen die germanische Religion gehen konnte, denn die gab es ja zu dieser Zeit überhaupt nicht mehr. Von solchen Fakten lässt sich Himmler nicht beirren. Er lässt weiter forschen. 1938 machen die Forscher einen ganz besonderen Fund. Sie stoßen in den Akten auf eine Margaret Himmler aus Markelsheim, als Hexe verbrannt am 4. April 1629. Sie sei möglicherweise eine Ahnfrau Himmlers. Bewiesen wird es nie. Ob Himmler selbst daran glaubte, ist nicht bekannt. Bis 1944 füllen die Forscher über 30.000 Karteibögen aus. Veröffentlicht wird nichts. Himmlers Germanenkult. Nur das harmlose Steckenpferd eines gefährlichen Mannes? Was hat Himmlers Karriere mehr bestimmt? Ehrgeiz oder Ideologie? Für seinen Biografen ist beides nicht zu trennen. Es wäre ganz falsch, ihn als jemanden zu sehen, der Gefangener seiner eigenen Ideologie gewesen wäre. Er war im Gegenteil stets in der Lage, fast immer in der Lage, Realpolitik, Machtpolitik mit Weltanschauung auf eine höchst effiziente Weise zu verbinden. Und die Frage, was am Anfang stand, seine machtpolitischen Ambitionen oder sein weltanschaulicher Fanatismus, das ist so eine Frage wie die nach dem Huhn und dem Ei. 1929 ist Himmler noch ein kleines Licht in der Partei. Die von ihm geführte Schutzstaffel, abgekürzt SS, hat deutschlandweit rund 1.000 Mann. Sie dient als persönliche Leibgarde für Hitler und andere prominente Parteiredner. Doch der 29-Jährige hat ehrgeizige Pläne. Seine Truppe soll etwas ganz Besonderes werden. Die Garde der Partei. Härter, gehorsamer, opferbereiter als der Rest. Hitler, gehorsam bis in den Tod.